Der Schauspieler Sven Walser ist am 4. April 2023 gestorben. Der Publikumsliebling wurde nur 59 Jahre alt. Als Tatortstar und im Großstadtrevier wurde Sven Walser bekannt. Doch den Fans wuchs der gebürtige Bremer erst als Stallknecht Kuno in Neues aus Büttenwader so richtig ans Herz. Nun müssen die Fans des Akteurs den plötzlichen Tod ihres Idols verkraften. Sven Walser ist tot. Er wurde nur 59 Jahre alt. Sven Walser, der eine Ehefrau und drei gemeinsame Kinder hinterlässt, starb Angaben des NDR zufolge in Berlin. Genaue Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht. Die Rede war lediglich von einer nicht näher bezeichneten schweren Krankheit, an der Walser vor seinem Tod gelitten habe. Sven Walser hatte viele Auftritte im Fernsehen, allerdings zumeist in Nebenrollen, oft in Krimis. So war er in Maria Furtwänglers erstem Tatortfall als Dorfpolizist Holger Funke zu sehen. Auch in den Serien Großstadtrevier und Die Kanzlei sowie Alarm für Cobra 11 hatte er Auftritte. Am 11. April 2023 starb Lotti Krekel. Die bekannte Schauspielerin und Sängerin hatte mit einer Hauptrolle in der Komödie Die spanische Fliege am Millowitsch-Theater 1958 den Grundstein für ihre Bühnenkarriere gelegt. Durch die TV-Aufzeichnungen aus dem Millowitsch-Theater erlangte sie bundesweite Prominenz. Krekel zählte zudem zu den erfolgreichsten Sängerinnen in rheinischer Mundart. Ihre Schlager wie »Ne Besuch im Zoo« und »Mir schenke der Aal ein paar Blömsche« wurden Karnevalsklassiker. Später spielte sie auch in vielen TV-Produktionen mit, etwa in der WDR-Serie »Die Anrainer«, der RTL-Serie »Sylter-Geschichten« oder dem ARD-Tatort. Krekel war zudem jahrelang als Hörspielsprecherin sehr präsent, unter anderem in der bekannten Paul-Tempel-Krimireihe. Krekel lebte in Köln und war die Ehefrau des Schauspielers Ernst Hilbig. Mögen Sie und all diese Stars in Frieden ruhen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass bitte ein Like da und schreib eine Beileidsbekundung in die Kommentare. Vielen Dank.